Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr weiter dabei seid. Heute zu Teil 3 unserer Reihe über das Einparken. Wir werden erneut auf den Parkplatz gehen, aber diesmal vorwärts einparken. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch, dass ihr das in eurer praktischen Prüfung machen müsst. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Deswegen ist es schon wichtig, dass ihr das auch in euren Fahrstunden vielleicht ein, zwei Mal geübt habt. Dass ihr zumindest mal Bescheid wisst über die Gefahrenquellen, die entstehen können beim Vorwärts-Einparken, weil die sind durchaus auch vorhanden. Ja? Und es kann ja auch sein, vielleicht auch nach eurer Führerscheinprüfung, dass ihr wirklich das Fahrzeug ganz bewusst einparken müsst, vorwärts. Weil ihr wisst, ihr müsst jetzt an den Kofferraum und ihr habt jetzt einen großen Gegenstand, der muss da rein. Und das passt einfach nicht, wenn ich rückwärts einparke, weil ich komme nicht dran. Ja? Also von daher seht ihr schon, ihr solltet es auf jeden Fall können, und wenn ihr auf den Parkplätzen mal guckt, dann seht ihr, dass die meisten Autos eigentlich vorwärts eingeparkt sind. Das liegt aber oftmals auch daran, dass viele das nicht so gerne machen mit dem Rückwärts-Einparken. Die sind da sehr unsicher, die haben das dann nicht mehr intensiv geübt und dann stellen viele das Auto einfach vorwärts rein. Ja? Ich werde euch jetzt gleich einen super Tipp geben, wie ihr das machen könnt mit dem Vorwärts-Einparken, so dass ihr das Fahrzeug auch in eine ganz, ganz enge Lücke reinbekommen könnt. Mit nur einem Korrekturzug. Und dann müsst ihr euch keine Sorgen machen und euer Fahrlehrer muss euch auch keine Sorgen machen, dass es irgendwo rechts oder links vielleicht zu eng werden sollte. Ja? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf den Parkplatz und schauen uns das dann mal ganz genau an, wie das dann wirklich aussieht, wenn ihr versucht, das Fahrzeug vorwärts einzuparken. So, dann würde ich doch sagen, legen wir einfach mal los. Und ich habe euch jetzt hier mal einen relativ großen Parkplatz gesucht, wo auch viel los ist. Und auf der linken Seite, da haben wir jetzt gleich eine Lücke zwischen dem schwarzen Audi und dem Citroen. Und dann werden wir einfach mal vorwärts da zwischen die beiden Autos parken. Das Wichtigste ist für euch natürlich jetzt, dass ihr allen Platz, den ihr habt, nach rechts ausnutzt. Weil ihr habt jetzt bei dem Vorwärts-Einparken die Lenkachse vorne und nicht hinten, wie beim Rückwärtsparken. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, weil ihr kommt natürlich jetzt in einem anderen Winkel dadurch herein. Und das könnt ihr nur ausgleichen, indem ihr wirklich viel Abstand nach rechts nehmt. Das heißt wirklich alles, was ihr zur Verfügung habt, ausnutzen. Ja? Ansonsten macht ihr das natürlich wie bei den anderen Parkübungen auch. Ihr macht das schön langsam, macht das mit Kontrolle an der Kupplung, so dass ihr natürlich wirklich das gut kontrollieren könnt, dass ihr da auch nichts kaputt fahrt. Ne? Weil ihr habt also dann auch ein ganz anderes Risiko noch beim Reinfahren, beim Vorwärts-Einparken. Und zwar könntet ihr an der hinteren rechten Ecke hängen bleiben von dem Audi und ihr könntet mit eurer vorderen rechten Ecke die Seite kaputt fahren von dem Auto, was rechts neben euch steht, also dem Citroen. Ja? Also ich werde jetzt erstmal im ersten Versuch das Auto wirklich jetzt hier einmal direkt reinfahren und dann schaut ihr euch das mal von außen an und dann gebe ich euch gleich nochmal einen Tipp, wie man das Ganze noch ein bisschen eleganter noch lösen kann. Ja, also wenn die Lücken wirklich auch ganz extrem eng werden. So, also Platz haben wir hier wirklich jetzt alles genommen nach rechts, was geht. Und ja, so einen wirklichen Punkt, wann ihr lenken könnt, das kann man jetzt einfach nicht sagen. Da müsst ihr wirklich ein bisschen das Gefühl für kriegen. So, jetzt seht ihr auch, hier vorne an der Ecke müsst ihr jetzt aufpassen, ne, dass ihr da nicht mit eurer Ecke ihm an die Seite fahrt. Und bei dem Audi wäre jetzt auch nochmal ein Problem, wenn ich zu dicht dran bin, dass ich vielleicht dann hier mit meiner Tür an seiner hinteren linken Ecke oder an seiner hinteren rechten Ecke drankomme. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Problem, wenn ihr vorwärts eingeparkt habt. Ihr müsst natürlich das Auto auch wieder rausfahren. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich auch eigentlich nicht vorwärts einparke. Weil dann kann ich natürlich, wenn ich rückwärts eingeparkt habe, vorne den Verkehr super beobachten. Das ist jetzt nicht machbar, weil ihr habt rechts und links ein Auto neben euch. Also Sicht ist sehr stark eingegrenzt. Und wenn ihr dann auch noch ein Auto habt, was vielleicht ein Bulli ist oder mit getönten Scheiben hier neben euch, dann seht ihr so gut wie gar nichts. Ja? Also das ist schon mal wirklich ein Punkt, der das deutlich schwieriger macht. Und dann habt ihr die Lenkachse vorne. Das heißt, wenn ich jetzt zu früh am Lenkrad drehe, dann fahrt ihr relativ schnell einem von den beiden Autos rechts oder links neben euch in die Seite. Das heißt, ihr müsst euch jetzt wirklich zwingen, relativ lange zurückzufahren, weil ihr halt vorne an der Achse lenkt. Ja? Nur kann ich natürlich auch nicht unendlich lange zurückfahren, weil hinter uns steht natürlich auch die nächste Reihe mit den Autos. Ich nehme mal die Kamera nach hinten. Ja, also es würde heißen, ich würde dann eventuell irgendwann dem Audi da hinten drauf fahren. Ja? Also von daher ist das Ganze mit dem Ausparken echt eine Sache, die nicht ganz so einfach ist. Ja? Also wir machen das jetzt mal. Ich mache mal den Blinker an nach rechts. Wir fahren mit dem Heck mal nach rechts raus und zwinge mich jetzt hier
erstmal beobachte ich natürlich erstmal entsprechend. Hier ist aber alles frei, dass ich jetzt wirklich nicht am Lenkrad drehe. Weil sonst geht es ganz schnell. Ne, wenn ich jetzt zu früh am Lenkrad drehe, ich mache das mal so ein bisschen, ne, und schon komme ich mit der Ecke hier extrem nah an das Auto, also schnell wieder zurück damit. Und muss jetzt einfach noch ein Stückchen zurückfahren, ein bisschen Geduld haben. So, das Auto hinten kommt natürlich auch immer dichter, ne, der Audi. Wollen wir mal gucken. Und jetzt bin ich an der Ecke vorbei und jetzt muss ich natürlich auch voll das Lenkrad nach rechts eindrehen. Und muss natürlich jetzt hinten wieder extrem beobachten, dass ich nicht zu dicht an das Auto hinter mir fahre. Und dann muss das hier eigentlich auch schon reichen. Also viel mehr Platz werdet ihr dann oftmals nicht haben. Also Lenkung wieder voll nach links. Und dann müsst ihr jetzt mal gucken, dass es mit der rechten Ecke an dem Auto hier passt. Da könnte sein, dass ihr vielleicht nochmal zurücksetzen müsst, wenn das zu knapp wird. Ja, also ihr seht schon, diese ganze Parkerei vorwärts birgt viele Nachteile dem Rückwärts-Einparken gegenüber. Und von daher solltet ihr euch das immer gut überlegen, ob ihr das Auto wirklich unbedingt vorwärts in die Parklücke fahren müsst. Ja? Ich würde sagen, auch das schaut ihr euch bitte einmal von außen an. So, ich habe euch jetzt mal eine richtig enge Lücke gesucht hier. Auf der linken Seite zwischen dem Mercedes und dem Opel. Der eine steht hier schon deutlich auf der Markierung. Und ich habe auch allen Abstand genommen nach rechts, der jetzt hier machbar ist. Trotzdem wird das nicht funktionieren. Ihr werdet jetzt sehen, dass es gleich relativ schnell geht, dass ich einem von den beiden Autos in die Seite fahren werde. Und dann gibt es natürlich einen Trick, wie man das Ganze umgehen kann. Das machen wir gleich. Ich fahre jetzt erstmal vor und dann könnt ihr mal gucken, wie schnell das geht, dass es nicht passt. Also ich lenke jetzt auch wieder relativ spät, ne? Gebt mir alle Mühe, hier reinzukommen. Aber jetzt werdet ihr sehr schnell merken, machen wir das Gepiepe hier mal gerade aus, dass das hier an der Ecke bei dem Vectra nicht passen wird und auch mit unserer rechten vorderen Ecke an dem Mercedes nicht. Dann fahren wir die ganze Seite kaputt. Ja? Also das würde nicht funktionieren. Und am besten guckt ihr euch das einfach mal von außen an und dann zeige ich euch danach genau, wie ihr das in einem Korrekturzug ohne Probleme macht. So, selbe Lücke noch einmal und jetzt machen wir folgenden Trick. Wir stehen wieder ganz rechts, soweit wie es geht und jetzt lenke ich mit Absicht zu spät, so als wenn ich den Mercedes, also dem zweiten Auto, hinten auf den Kofferraum fahren möchte. Ja, also ich zwinge mich jetzt wirklich spät zu lenken. Schaut mal, also keine Chance jetzt hier, ne? Sieht im ersten Moment vielleicht ein bisschen blöd aus. Jetzt fängt er schon wieder an zu piepen, das machen wir mal weg. So, und jetzt lenke ich komplett zur anderen Seite nach rechts, drehe mich natürlich um, weil hinten ist natürlich auch wichtig, weil dann kommen natürlich die Autos da hinten ins Spiel. Und wenn er jetzt mal nach vorne guckt, dann stehe ich jetzt mehr oder weniger kerzengerade vor dieser Lücke, ohne dass ich irgendwas machen muss. So, und jetzt könnt ihr auch ohne Probleme da reinfallen. Vielleicht nochmal eine ganz kleine Lenkkorrektur nach links oder rechts. Aber ihr könnt das jetzt hier super vermitteln. Und ich sag mal, das ist hier echt eine Schweinelücke. Ne? Wenn ich jetzt hier mal gucke, dann müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt hier stehen bleiben könnten. Weil also der hier in seinem Mercedes, der kann hier nicht mehr einsteigen. Ne? Und auf der linken Seite, ja, da wäre es vielleicht noch so gerade, dass ich mich so rausquetschen kann. Also einfach nur mal so zum Demonstrieren, dass euch das klar wird. Mit dieser Technik kommt ihr also ohne Probleme selbst in so eine Lücke rein, wo die Türen gar nicht mehr richtig aufgehen. Ihr müsst nur einmal korrigieren dabei. Ja? Probiert es einfach mal aus in euren Fahrstunden. Sprecht mal mit eurem Fahrlehrer. Es ist wichtig, dass ihr auch wenigstens mal ein, zweimal vorwärts eingeparkt habt. Für den kleinen Fall zumindest, die kleine Wahrscheinlichkeit, dass es in der Prüfung drankommen könnte. Und dann macht es mal einmal in einer engen Lücke ohne diesen Korrekturzug, versucht mal so direkt reinzukommen und dann werdet ihr schnell merken, das haut nicht hin. Ihr fahrt das Auto kaputt und dann macht das mal so. Und dann kommt ihr, denke ich mal, ganz schnell dahinter, dass das eigentlich eine gute Option ist, auch sicher in eine relativ enge Lücke vorwärts einparken zu können. Ich würde sagen, ihr schaut das Ganze wieder einmal von außen.
So, ihr Lieben, das waren meine Tipps für euch zum Thema Vorwärts-Einparken. Ich hoffe sehr, dass ich euch die Gefahrenpunkte, die auch durchaus beim Vorwärts-Einparken bestehen, so ein bisschen bewusster machen konnte. Jetzt liegt das Ganze erstmal wieder bei euch. Ihr müsst versuchen, das zu üben, das umzusetzen in euren Fahrstunden. Dann habe ich mir gedacht, machen wir hier nicht Schluss mit Teil 3, sondern wir werden noch einen vierten Teil dranhängen, indem ich mit euch mal ins Parkhaus fahre und in die Tiefgarage, weil da gibt es nochmal ganz spezielle Schwierigkeiten, Sachen, auf die ihr wirklich achten müsst, damit ihr das Auto heil lasst und es da nicht kaputt fahrt. Ja? Wenn das Video für euch hilfreich war, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube, schaut eventuell auch mal auf meiner Homepage vorbei unter www.dieinternetfahrschule.de oder auch auf Facebook unter die Internetfahrschule. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß in eurer Ausbildung. Ja, viel Erfolg in euren Prüfungen und allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und sicher nach Hause.